Siegfried, warte! Oh. Was hat er dir gesagt? Toka, sieh nach den Verwundeten und den Wachen. Sie hätten uns vor dem Angriff warnen sollen. Ich hab doch gesagt, dass er beim Essen nicht gern gestört wird. Lebend hätten wir den Soldaten befragen können. Wildes Herz, kühler Kopf. Oh, das gefällt mir. Wohin reitet Siegfried? Ich vermute, er will Bischof Engelwin suchen. Er hasst ihn mehr als alle anderen. Er war es, der Sinrik tötete. Ja, seinen Schwertbruder und deinen Vater. Das tut mir leid. Nichts hat sich geändert. Wenn überhaupt, sind die Angriffe nun häufiger, wie du siehst. Randvi hatte recht. Ich muss das beenden, bevor es Hrefnatorp erreicht. Sofern du ihren König nicht dazu bringst, aufzugeben, musst du jeden einzelnen Soldaten im Frankenreich töten. Diese Schlacht wird nicht mit Äxten gewonnen. Ich muss einen Weg finden, Charles zu treffen und ihn vom Angriff auf Engelland abbringen. Denk dran, Charles ermordete Gottfried. Er wird sein Wort nicht halten. Er sollte sterben. Es geht um mehr als nur einen König. Ich muss mit ihm sprechen. Das erwartet mein Clan von mir. Schon möglich, dass du recht hast. Aber mich musst du letztendlich nicht überzeugen. Wenn du Engelwin tötest, hilft dir Siegfried vielleicht, Charles zu finden. Nun beginnst du wie ein Jarl zu denken. Zweimal sind unsere Späher Engelwin in die Armensiedlung südlich von Paris gefolgt. Dort wird Siegfried sein. Ich werde ihn aufsuchen und zurückkehren, wenn Engelwin tot ist. Dann finden wir Charles. Eivor, hier drüben! Ah, Nebenquest? Ah, Upgrade. Okay, gibt's nur die beiden. Ich dachte, da gibt's auch noch so einen scheiß Orden. Ne, was ich noch gucken wollte. Ne, Karte wollte ich gucken. Wie sieht's denn hier aus? Ist ja nicht besonders groß. Okay. Ich dachte, das wäre wenigstens ein bisschen größer. Dann gehen wir zu ihm da vorne hin. Ach ja, genau, wie viel Kessel habe ich denn überhaupt? Worum geht es hier denn? Uns verbindet etwas. Du willst dich den Nordleute verachtenden Loyalisten des Frankenreichs widersetzen. Ich will bezahlt werden. Ich sehe da keine Verbindung. Ich arbeite mit rebellischen Männern und Frauen im ganzen Land zusammen. Sie sind des Chaos durch Charles' Herrschaft müde. Es sind nicht viele. Nur wenige sind so dumm, sich den gut ausgerüsteten Truppen der Loyalisten zu widersetzen. Du glaubst also nicht an ihre Sache? Nein, aber sie glauben daran. Und hier kommst du ins Spiel. Hilf ihnen und deine Mühe wird reichlich belohnt werden. Seltsam, dass du sie unterstützt, obwohl du ihre Ziele für unerreichbar hältst. Welch Monstrum wäre ich, zerschlüge ich die Hoffnung, an die sich ihre Herzen klammern. Zudem lockt eine große Ausbeute und nur ein Narr würde das ausschlagen. Wie kann ich helfen? Lass mal gar nicht. Ich komme später wieder. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du es dir anders überlegst. Orte der Rebellion. Rebellen gibt es an vielen Orten überall im Frankenreich. Öffne eine Karte, um sie zu sehen. Okay. Hat aber jetzt nichts mit irgendeinem Orden zu tun, oder? So ein Rebellenorden oder so? Alles klar. Ein Traum. Okay. Aber ich habe jetzt noch die andere Quest aktiv, ne? Ja. Und die ist da vorne. Dann gehe ich jetzt mal dahin.
Wenn es nach Siegfried geht, wird es zum Winter keinen Franken mehr in diesen Hügeln geben. Ja, er hasst sie. Hast du gesehen, wie er dem Soldaten das Genick zertrümmert hat? Achso, wegen dem Dings. Wegen dem Fluss. Na gut, dann laufe ich da hin. Machen wir so gleich Schluss, 15 Minuten. Weil ich heute irgendwie bin ich zu müde, um weiterzumachen. Die Woche bin ich allgemein nicht so fit, was Zocken und Stream betrifft. Bin ja echt sehr müde jeden Tag. Das ist auch der Grund, warum ich Montag und Dienstag nicht gestreamt habe. Heute bin ich auch eher so, Ja. Mal gucken, morgen ist Donnerstag. Morgen könnte es sein, dass ich auch eher müde bin. Weil wir morgen den ganzen Tag draußen sind. Freitag wäre wieder ganz gut zu streamen. Freitag auch eher wieder Assassin's Creed streamer oder ob ich heute was anderes zocke. Vielleicht ja wieder Hand Showdown mit Alex und Kai zusammen. Mal gucken. Wir werden sehen. Steht da jemand? Feind oder Freund? Oh. Okay, den mache ich nicht mit einem Schlag fertig. Wollte auch entdeckt zu werden, ich hoffe. Futter am Start. Da war Futter am Start. Okay. Dann kann ich da ja mal hochklettern. Da raus. Frankenreich wirkt sehr düster, muss ich sagen. Also wirkt ziemlich düster. Kann ich da mit meinen guten Wolfen reiten? Natürlich nicht. Ist er wieder ein Fluss im Weg? Eigentlich nicht. Naja, gut, dann lassen wir das mal. Mysteriös auf jeden Fall. Huh?
Titan angesammelt. Das ist Paris? Das war sehr klein. Oder ist das denn das richtige Paris und das ist ein kleiner Vorort hier? Erstmal Assistor haben und dann ist auch schon fast vorbei hier. Na gut. Die Gegend heißt halt Paris, ne? Das ist nicht nur die Stadt, die Paris heißt. Finde sie viel, das spricht mit ihm. Ja, gleich. Sehr dreckig hier. Kann ich reinspringen? Da, ich hab's nicht gesehen, ich bin einfach gesprungen da. Okay. Ich habe noch die Zeit mit ihm zu reden. Ich hoffe, er macht nicht direkt eine große Quest oder sowas, wo ich nicht speichern kann. Also ich speichere lieber vor ihm, bevor ich mit ihm rede. Das sind ja auch noch 100 Meter zu ihm hin. Zeltstadt. Okay. Sie für mich sühnen. Muss hier vorne sein. Ist hier unten reingegangen? Geh doch rein jetzt. Kann auch was machen. Das ist interessant. Wie hast du mich gefunden? Wo ist Toka? Sie vermutete dich hier. Gerade sucht sie Melidunum nach den vermissten Wachen ab. Engel Wien ist mir entkommen, aber der Soldat sagte, dass er zu einer Kirche in der Nähe wollte. Komm, wir müssen durch die Armensiedlung. Ach, selbst hier kann ich die ganze Pisse noch riechen. Siegfried, ich muss verhindern, dass sich dieser Kampf nach Englerland ausweitet. Ich muss Charles treffen. Wozu? Man kann mit diesen Trällen nicht verhandeln. Hast du meinen toten Bruder Sinrig vergessen? Nein, und deswegen muss ich es versuchen. Darum bin ich im Frankenland. Wenn ich Engelwin töte, sollst du mir helfen, beim König vorzusprechen. Vernunft bringt bei dir nichts, Wolfsmal. Du bist so wild wie dein Namensgeber. Wenn du das sagst, kann ich speichern? Ja. Für den Fall und so. Hier war ich eben schon.
In unseren Adern fließt das Blut heiliger Könige und Eroberer. Die Nordlinge mögen viele Kämpfer haben, doch wir haben Gott. Ach, das ist Odo, Graf von Paris und rechte Hand des Königs. Er wirbt zweifellos Leute für sein Heer an. Unser Mut und unsere Ehre werden uns beistehen, auch im schwersten Kampf. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Selbstherrlich wie immer. Der gleich neben ihm ist Godselin, Bischof von Paris und mächtiger Krieger für einen Franken. Diese beiden nehmen wir uns später vor. Du musst zu Engelwin gelangen und dafür musst du irgendwie in die Kirche. Die Antwort liegt in dem Gestank da unten. Das hilft mir nicht viel weiter. Wäre es leicht, hätte ich ihn längst selbst getötet. Du hast einen Vorteil. Du bist diesen Leuten fremd. Der Räuber Siegfried ist fast an unseren Toren. Und was will er? Was alle Nordlinge immer wollen. Blut und Silber, das eure und das meine. Mich kennen sie schon ziemlich gut. Jemand dort unten weiß etwas. Und diesen jemand musst du zum Sprechen bringen. Gibst du mir dein Wort, dass wir danach Charles aufsuchen? So ist es, aber beeil dich. Ich kann Milidunum nicht lang unbewacht lassen und dieser fränkische Gestank lässt mich würgen. Die Hörner sind entdeckt. Na klasse. Drei Wachen? Eine Beleidigung. Ich kümmere mich um sie. Du suchst Engelwin. Er versteckt sich in seiner Kirche. Wirst du hineinschleichen, einen von ihnen zur Mitarbeit verpflichten oder die Straßen mit Blut tränken? Wie du es tätest? Sie verdienen es. Doch du bist das Wolfsmal. Du brauchst meinen Rat nicht. Also, was wirst du tun? Ich finde meinen Weg. Wie immer. Eliminiere Bischof Engelwin. Bischof Engelwin ist ein unzuverlässiger Hirte der leidenden Bevölkerung in der Armeesiedlung von Paris. Hinter den bewachten Toren seiner Wehrkirche fühlt er sich sicher. Sprich mit den Einheimischen der Taverne, um Hinweise zu erhalten. Oder erkunde die Gegend, um einen anderen Weg hineinzufinden. Alles okay. Aha. Alles klar. Ich gehe mal da oben hin. Hier endet dann erstmal der Stream für heute. Oh, halt, das muss ich noch mitnehmen. Das leuchtet so schön. Da schlägt mein Wikingerherz aus hier. So, jetzt aber. Geduckt. Gespeichert. Zumindest da gespeichert. Und bis bald.